Hallo, da bin ich wieder, euer Fitzbahn, dem Spiel Evoland. Und zwar machen wir einfach weiter ohne großes Gerede. So, wir waren in der Kristallhöhle gewesen, haben diesen Kristallen da aktiviert mit unserer guten Begleiterin der Kairis. Und jetzt sammeln wir erstmal die Kisten auf, die uns hier auf dem Weg noch bevorstehen. Ah, der coole Effekt. Freigeschaltet, ein Stern. Ja gut, das kennen wir ja schon. Da gibt es bestimmt Unmengen an Sternen in dem Spiel hier. Ja, mal schön vorsichtig, auch wenn wir jetzt ein paar Herzen haben und nicht mehr mit einem Hit sterben. Oh, wow, HD-Texturen. Feinkörnigere Anzeige, dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Ja, aber jetzt macht das Spiel schon was her, oder nicht? Noch ein Stern. Also, langsam will ich ja schon gerne mal wissen, was man mit diesen Sternen anfängt. So. Also gehen wir mal diese nicht offensichtlichen Wege. Oder diese offensichtlich versteckten. In der Hoffnung, dass wir da etwas Zusatzcontent finden. Nach unten. Oh. Wollte ich schon glatt reinlaufen. Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Ja, also jetzt auch noch der Herr der Ringe. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Oh. Okay, meine Süße. Im Süden, also durch die Moria-Minen, gehen wir erstmal hier zur Kiste. Dreidimensionale Welt. Oh. Annehmbar. Ja, dann ist sie das bestimmt, oder? Ja, die Noria-Mine. Also jetzt wollte ich schon Moria-Mine sagen. Also ihr wisst, was ich meine. Hört mal auf die Musik. Das ist Zelda. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Na, jetzt will ich aber auch die Krüge hochheben und gegen die Wand schmeißen können. Verdammte Hacke. So, dann haben wir hier rechts. Ah, auch ein versperrter Gang. Ja, dann wird wohl das erste Rätsel sein, was wir wirklich lösen müssen. Ey, ich hab's. So. Da kommen wir nicht rein. Okay. Freigeschaltet. Zerbrechliche Töpfe zertrümmert. Zertrümmern wir etwas hübsche Keramik. Aha. So, dann will ich aber auch gerade nochmal nach unten. Vielleicht ist in diesen zwei Töpfchen da noch etwas mehr. Nur Herzen. Schade. Hätte sein können, dass da vielleicht schon ein Schlüssel drin ist. Sonst was Interessantes. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Ach, nein. Tatsache. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ja, alles Köpfchen. Ja, stimmt. Ich zähle auf euch. Super. Mich immer die Drecksarbeit machen lassen, wa? So. Was haben wir denn da? Kiste. Freigeschaltet Druckplatten. Ist wohl nicht gerade Fort Knox. Nö, noch nicht. Aber vielleicht muss man die jetzt in einer gewissen Reihenfolge drücken. Fangen wir erstmal mit links an. Ja, geht zumindest nicht wieder hoch. Ja, das war easy. Und hier, man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Ja, das stimmt, wenn die so einfach zu öffnen sind. Gut, hier ist wieder so eine Kiste, die man nehmen muss. Freigeschaltet, rot hat seine Fähigkeiten, eure Kleidung zu tragen. Oh! Ey! Geh weg! Der Drecksack. Ja, wie soll ich den denn treffen? Der ist zu schnell für mich. So, ist er jetzt tot? Ich würde ja mal vermuten, dass hier ein Geheimgang oder ein Geheimraum ist.
Wir werden wohl eine Bombe brauchen. Einen Schlüssel haben wir noch keinen. Ja. Freigeschaltet. Fallenraum. Hoppla. Hm. Das war jetzt fies. Also, ich stelle mich aber jetzt auch an. Oh, eine Kiste. Ein Schlüssel. Ja, ein Schlüssel. Wer hätte es gedacht? So, ich fände es jetzt aber trotzdem ganz prickelnd, wenn mir jetzt noch ein bisschen Heilung bekommen würde, weil ein Viertel Herz ist mir etwas wenig, ehrlich gesagt. Aha, die kann man wohl auch nicht. Aha. So, dreimal treffen und man darf nicht von vorne, weil das blocken die. So, Herz. Oh, toll. Hm. Ich will darüber. Aber man kann nicht springen. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Ja, toll, wenn du das doch schon weißt, dann sag mir doch auch gleich, wo er ist. Wieder. Ach so. Okay, laufen wir mal hier lang. Labyrinth. Lauft immer nach links oder was rechts? Ja, dann machen wir das doch mal. Laufen halt mal immer nach links. Aber ich kann es nicht lassen. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht anders. Ja, noch ein Herzchen. Ja. Ah, war doch gut, dass wir immer nur links gegangen sind. Eine Kiste. Und noch ein Schlüssel. Dann ist die Tür bestimmt irgendwo auf der anderen Seite. Nehmen wir die Kiste auch noch mit. Ein Stern. Sehr nett. Aber ich weiß immer noch nicht, wofür die sind. Gib mir das Herz. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Na gut. Ich weiß, das war eine ganz schlechte... Wie sagt man dazu? Nachmache von Herbert Grönemeyer. Ich finde den aber übrigens nicht schlecht. Ein sehr sympathischer Mann. Hat im Leben auch schon viel durchgemacht. Mit dem Tod seiner Frau. So, da können wir gleich weitergehen. Jetzt will ich nur gerade gucken, ob da unten noch was ist. Na. Manchmal ein bisschen hakelig. Nee. Gut, dann können wir wohl doch da oben lang. Gehen wir durch die hübsche Tür. Aha. Das war jetzt einfach. Aha. Also je nachdem, wie man sich platziert an verschiedenen Objekten, laufen die Gegner halt immer gleich. Das kann man vielleicht ausnutzen. Ein Herzchen. Still. Freigeschaltet. Verschiebbarer Klotz. Sieht schwer aus. Passt auf euren Rücken auf. Ja klar, selbstverständlich. Und ruck. Und nochmal. So. Es fehlt nur noch dieses schicke Geräusch. Toll. Nee. Verdammte Hacke. Der Let's Player hätte jetzt gesagt, was für ein unnötiger Schaden. Aha, muss man wohl beide drücken. Ja, sehr schön. Also im Moment noch recht einfach. Auch wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle hier mit dem Schaden bekommen.
Aber das ist halt einfach so. Und solange wir überleben, soll es mir eigentlich auch wurscht sein. Hier, ein Krug. Ein Herzchen, nehmen wir mit. Oh, da passiert was. Ein Fallenraum. Super. Und dann bestimmt 3 Skelette. Na, nicht in die Ecke drängen lassen. Ecke drängen lassen ist scheiße. So, da war aber doch noch ein Dritter, oder nicht? Wo ist der denn hingerannt? Ja, komm. Und noch einmal. Das heißt, wenn man sich so unten an die Ecke stellt, dann hat man sie eigentlich in der Hand. Und noch eine Kiste. HD-Interface. Leb wohl, reizende Pixel. Willkommen. Aha. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Oh. Hätte sie auch mal früher machen können. Schwarzes Loch, ein toller Ort, um unsichtbare Monster loszuwerden. Na. Also mir gefällt das Spiel echt gut. Eingeschaltet links oder rechts. Eins von beiden ist eine gefährliche Wahl. Also wenn's... Also ich würde ja mal vermuten, dass wir hier irgendwie nach links müssen. Und hier rechts geht es dann bestimmt weg. Gucken wir mal, ob der linke Schalter auch für die linke Tür zuständig ist. Natürlich nicht. Na komm, lauf weg. Lauf, Forrest, lauf! Na, komm, einmal noch. Gut. So gefährlich war die Wahl ja dann zum Glück ja doch nicht. Da kommt bestimmt noch mehr. Noch eine Kiste, freigeschaltet Wirbelwind. Ein sanfter Wind wird euch zur nächsten Falle führen. Ja, da will ich aber nicht rein. Ich will das nicht ausprobieren. So. Ich hasse das. Die sind ein bisschen OP. Nur einer weg. So, ist der auch weg. So, das ist ein Lichträtsel. Müssen wir einfach nur alle zum Beleuchten kriegen. Also das hätte ich jetzt schwerer erwartet. Da war Zelda in den ersten Leveln auch schwieriger gewesen. So. Ich denke, den Raum heben wir uns für die nächste Folge auf. Deswegen stelle ich mich mal hier hin. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Konstruktive Kritik ist natürlich immer gerne gesehen. Also immer her damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Fitzmann.